Tomski, schön, dass ihr hier seid zu einem neuen Destiny-Video. Es kam ja das neue DLC raus und es hat sich einiges getan. Und ich zeige euch heute, wie ihr die 5 kalzifizierten Fragmente findet. Dazu startet ihr am besten die Patrouillenmission auf dem Saturn, also auf dem Grabschiff, und legt dann hier auch los. Hier könnt ihr nämlich direkt 4 Fragmente finden. Am besten geht ihr am Anfang direkt hier links nach unten, denn hier gibt es schon das erste Fragment zu finden. Ihr lauft hier runter, findet hier diesen kleinen Eingang und haltet euch dann links. Wie man sieht, hat sich das Fragment hier ganz am Ende versteckt, ganz klein und um die Ecke. Wenn ihr das erste Fragment dann eingesammelt habt, könnt ihr direkt zum nächsten, und das bedeutet, ihr lauft hier auf der rechten Seite entlang, haltet euch hier am Grabschiff rechts und geht durch diesen Durchgang hindurch und findet dann das nächste Fragment auch schon hier auf dem Boden, auf diesen Gitterstäben. Ganz klein und versteckt, aber man kann es relativ easy finden. Dann geht es zurück und ihr haltet euch links, geht hier unten durch den Durchgang und durch die sogenannten Wurmlöcher hier. Haltet euch hier am besten rechts. Ich muss sagen, ich habe mich hier leider ein bisschen verlaufen, aber ihr haltet euch am besten rechts und kommt dann so in einen größeren Raum. In diesem Raum ist am Ende ein weiteres Fragment, das hatte ich hier schon eingesammelt, aber ich zeige euch, wo es liegen wird, und zwar hier. Habt ihr das eingesammelt, dann gibt es ein weiteres Fragment, und zwar am Anfang der Patrouille, direkt am Spawn. Und zwar müsst ihr hierfür einfach hier hochklettern. Wenn man das relativ konzentriert macht, im Gegensatz zu mir, dann geht das relativ flott, hier hoch zu springen. Und wenn man oben ist, sieht man auch direkt, boom, hier ist ein weiteres Fragment. Das heißt, wir haben jetzt schon 4, fehlt nur noch eins zum Abschluss der Mission. Und dazu gehen wir in die Mission, in die allererste des Grabschiffs, und sind hier am Anfang, rennen hier komplett entlang bis zum Ende des Grabschiffes. Also ihr müsst euch auch nicht mit den Gegnern aufhalten, sondern rennt einfach durch und geht hier in diesen kleinen Durchgang und findet das letzte fehlende Fragment hier auf der linken Seite, klein und versteckt wie immer. Und so habt ihr den Auftrag bestanden und könnt euch die Belohnung abholen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe vor allem aber auch, das Video hat euch geholfen. Gebt dem Ganzen doch einen Daumen nach oben, wenn ihr auch mehr Destiny-Videos sehen wollt. Ansonsten schaut die weiteren Videos an. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao. Domski out.